Das heutige Akademiegespräch führe ich mit Herrn Professor Heino Falke. Er ist Astrophysiker an der Radboud-Universität in Nijmegen und er ist ein hochdekorierter Astrophysiker, denn er hat in besonderer Weise sich der Erforschung der schwarzen Löcher gewidmet. Sie haben den Spinoza-Preis gewonnen, die höchste Auszeichnung der Niederlande im Bereich der Wissenschaft, der Naturwissenschaft. Sie haben die Henry Draper den Preis bekommen, der National Academy of Science in den USA und viele andere Preise, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufführen möchte, bezogen auf ein Forschungsprojekt, das Sie, über das wir gleich auch noch ins Gespräch kommen werden. Sie haben tatsächlich sich in besonderer Weise der Erforschung der schwarzen Löcher, dieses Luminosen, von dem man bisher immer nur ahnte, dass es es geben könnte, gewidmet und so etwas geschaffen wie ein Bild von einem schwarzen Loch. Darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Sie sind aber nicht nur ein hochdekorierter Physiker und Naturwissenschaftler mit Leidenschaft, sondern auch Prediger der evangelischen Kirche im Rheinland. Und diese Mischung, dieses Wechselspiel ist ja außerordentlich interessant und da würden wir gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte zunächst mal beginnen, dass ich Sie etwas frage zu den schwarzen Löchern. Das ist ein sehr populäres Gebiet der Astrophysik. Schwarze Löcher haben schon kleine Kinder gehört, dass es sowas gibt und jeder macht sich da so seine Vorstellung. Wenn Sie jetzt als Physiker gefragt werden, was ist das besondere Interesse, das den schwarzen Löchern zukommt? Was ist der Reiz, sich mit schwarzen Löchern auseinanderzusetzen, an ihnen zu forschen? Wie würden Sie da antworten? Ich glaube, das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Aber ich glaube, ja, schwarze Löcher sind sowas wie die Dinosaurier der Astrophysik. Irgendwie findet es jeder interessant und es ist spannend. Und sie haben auch etwas Angsteinflößendes. Und sie appellieren so ein bisschen an die Urängste des Menschen, das Ende des Verschwindens, des Verschlucktwerdens, des Vernichtetwerdens. Es sind so auch Urgrenzen, die da sind, die wir nicht überschreiten können. So wie der Tod ein wenig, der uns fasziniert, abschreckt, beschäftigt. Und sind natürlich noch wissenschaftlich hochinteressant, weil sich eigentlich am Rand von schwarzen Löchern so ein bisschen, die Zukunft der Physik entscheidet, ob es da Grenzüberschreitungen geben wird, fundamentale Grenzüberschreitungen geben wird und wie sich die großen Theorien dieser Welt, die Relativitätstheorie und die Quantenphysik, wie die sich in Einklang bringen lassen können. Also da gibt es eine große Spannung. Also hier gibt es wirklich vom mythischen, emotionalen, das Menschen packt, ohne dass sie wirklich die ganze Wissenschaft begreifen müssen, hin bis zur wirklich knallharter Wissenschaft, wo, denke ich, die Zukunft der Wissenschaft entschieden wird. Und da kommt eigentlich alles zusammen. Beide Punkte finde ich sehr interessant. Ich würde erstmal auf den ersten eingehen. Die Verbindung von Quantenphysik und Relativitätstheorie ist in der Tat ja etwas sehr ambivalent ist. Also es gibt keine Theorie, die sie beide verbinden kann. Beide sind aber sehr gut bezeugt und werden oft genutzt und sehr erfolgreich genutzt. Haben Sie die Hoffnung, dass man mit der Erforschung der schwarzen Löcher auch so etwas wie eine neue physikalische Theorie entwickeln könnte? Ja, das ist natürlich die große Hoffnung, dass das irgendwann funktionieren kann. Wie gesagt, beide Theorien funktionieren wunderbar. Sie sind in unseren Handys eingebaut. Wir benutzen die Quantenphysik jeden Tag. Wir benutzen im GPS-Navigationssystem auch die Relativitätstheorie fast jeden Tag, wenn wir zumindest unser GPS benutzen. Und auch in anderen Bereichen eigentlich der Kommunikation. Die spezielle Relativitätstheorie spielt inzwischen auch in anderen Bereichen im Alltag fast eine Rolle. Und doch beschreiben beide Theorien sehr unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit. Die eine beschreibt ja Raum und Zeit und eigentlich die großen Dinge des Universums, auch die großen Fragen. Die ganze Entwicklung des Universums wird durch die Relativitätstheorie beschrieben. Und auf dem allerkleinsten Niveau habe ich die Quantenphysik, die auch wunderbar die Materie beschreibt, die auch das Licht beschreibt. Und das Licht spielt auch eine ganz entscheidende Rolle bei der Relativitätstheorie. Aber wenn man dann an den Rand von schwarzen Löchern geht, versucht man beide Theorien anzuwenden, kommt man immer wieder in die Probleme. Und man kann bestimmte Fragen im Moment noch nicht abschließend beantworten.
und man versteht eigentlich nicht, was eigentlich Relativität ist, was Gravitation ist. Hat das was zu tun mit, baut sich das aus dem ganz Kleinen auf, aus der Quantenphysik, leitet sich das ab aus der Quantenphysik? Ist das die dominierende Theorie und die Relativitätstheorie ist eigentlich nur ein etwas, was sich ergibt, was so sekundär ist? Oder sind beide wirklich fundamentale Pfeiler, die sich gegenüberstehen? Oder wie sprechen die miteinander? Und das Miteinander sprechen ist auch eine Herausforderung für die Wissenschaftler. Die sprechen auch sehr unterschiedliche Sprachen. Der Relativitätstheoretiker und der der Quantenphysiker leben in anderen Welten, auch sprachlich anderen Welten. Und die übereinzubringen, bleibt eine große Herausforderung. Es gab ja eine gewisse Zeit, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so populär, aber eine gewisse Zeit, in der man in der Physik versucht hat, beide Großtheorien miteinander zu vereinen, indem man mathematische Überbauten geschaffen hat. Die Stringtheorien und dergleichen mehr in 12, 15, 20 Dimensionen gerechnet hat. Ich sag mal, als jemand, der der Sache etwas distanziert gegenübersteht oder so auch nicht involviert ist, habe ich immer einen gewissen Zweifel gehabt, wie weit es da noch um Physik geht, weil es ja doch eher mathematische Theoreme sind, die man miteinander ins Gespräch gebracht hat. Ich würde mal vermuten, das ist bei den schwarzen Löchern anders, denn die schwarzen Löcher sind ja tatsächlich empirische Gegenstände, anhand derer man die Theorien erproben kann. Jetzt, bis vor kurzem, würde ich sagen, waren es mathematische Theorien, die sich erst jetzt in der Wirklichkeit erwiesen haben. Ja. Nachdem Einstein die Relativitätstheorie formuliert hat, hat Karl Schwarzschild innerhalb von wenigen Monaten eigentlich die Theorie schwarzer Löcher aufgestellt, wie sie aussehen sollten, welche Effekte sie haben sollten. Das ist innerhalb von wenigen Monaten passiert, ohne dass man wusste, dass sowas existiert. Das war reine Mathematik. Einstein selber hat nicht an schwarze Löcher geglaubt. Das war also eine reine abstrakte Idee, eine Spielerei. Und dann zig Jahre später, Jahrzehnte später, stellt man fest, es könnte ja vielleicht wirklich passieren, dass sowas entsteht. Und dann nochmal viele Jahrzehnte später findet man Hinweise, dass vielleicht in den Zentren von Milchstraßen solche mathematisch abstrakten Objekte wirklich sein könnten. Und dann 100 Jahre später sind wir so weit, dass wir sie abbilden können und wir sehen tatsächlich in die Dunkelheit des schwarzen Lochs, in den Ereignishorizont, wo das Licht verschwindet. Und dann ist aus Abstraktion, aus Mathematik Wirklichkeit geworden. Und das passiert in der Physik oft, dass aus Mathematik Wirklichkeit wird. Auch das Positron, die Antimaterie, ist kein Science Fiction mehr. Die ist entstanden aus der Mathematik, weil irgendjemand mal gesagt hat, was ist denn die Wurzel aus minus 1? Eine verrückte Frage, gibt's nicht. Gibt's doch. Imaginäre Zahlen. Und aus diesen imaginären Zahlen ist das Positron entstanden und das hat man später gefunden. Also Mathematik hat Wirklichkeit hervorgebracht. Aber nicht jede Mathematik ist real. Und es ist unsere Aufgabe als Physiker, am Ende zu entscheiden, welche Aussagen der Mathematik sind Realität und welche nicht. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das vor kurzem auch großes Aufsehen erregt hat, das war das Higgs-Boson. Ja. Das Higgs ja auch mit Bleistift und Papier sozusagen prognostiziert hat in den 60er Jahren und das dann tatsächlich erst in den Großforschungseinrichtungen in CERN auch nachgewiesen werden konnte. In der Tat, da ist auch ein ganz ähnlicher Prozess, das heißt die Mathematik ist manchmal der Detektor oder der Vorläufer. Und die Physik kann dann erst in viel späteren Zeiten tatsächlich auch empirisch nachweisen, dass diese mathematisch beschriebenen Dinge tatsächlich existieren. Und so ist es auch beim Schwarzen Loch. In der Wissenschaft ist das oft so ein Tango eigentlich zwischen Experiment und Nachdenken und Vision. Manchmal ist es wirklich die Vision, entstehen neue Wirklichkeiten stehen im Kopf. Dadurch, dass jemand was denkt, was Neues denkt und man schaut in die Wirklichkeit und entdeckt es dort. Weil dadurch Türen geöffnet werden, auch neue Dinge erst, man nach neuen Dingen erst sucht, die man vorher gar nicht in den Blick genommen hat. Und manchmal ist es so, dass man völlig zufällig über etwas stolpert durch das Experiment und erst im Nachhinein dann versteht, was habe ich da eigentlich gesehen. Aber immer ist es das Zusammenspiel zwischen Experiment und Theorie. Einfach nur etwas messen reicht nicht. Ich muss auch verstehen, was ich messe. Und einfach nur etwas ausrechnen reicht auch nicht. Ich muss es bestätigen durch das Experiment. Ja, die Messung braucht eine Theorie, denn sonst weiß man nicht, was man gemessen hat.
Und tatsächlich, man könnte sagen, die Mathematik ist dann so eine Art Heuristik, sondern eine Hilfe, um etwas zu finden. Man postuliert etwas, also zum Beispiel das schwarze Loch, das ist dann in Science Fiction schon des Öfteren mit Wurmlöchern und dergleichen schon ausgebaut worden als Fantasieobjekt. Aber langfristige und hartnäckige Forschung, die Sie ja auch im Besonderen betrieben haben, führen dann dazu, dass man der Sache mehr habhaft wird, dass man tatsächlich ein Experiment machen kann und dann der Realität auf die Spur kommt. Ja, und das muss man auch sehr geduldig und hartnäckig tun. Es ist ja nicht so, dass man eine Kamera anknipst und dann hat man ein schwarzes Loch fotografiert. Da gehen ja 20, 30, 40 Jahre Forschung voraus, dass man sich immer sicherer wird, wo muss ich denn gucken, wonach muss ich schauen, wie mache ich sowas überhaupt. Es ist ein sehr langwieriger Prozess und ohne das Denken, ohne die Theorie, ohne die Vorhersagen der Theorie, wüsste man gar nicht, in welche Richtung man gehen soll. Und das ist das Problem heute, wenn wir wieder zurückkommen zur Frage der Quantengravitation, dass wir so viele Möglichkeiten, mathematische Möglichkeiten auch haben, weiterzudenken, dass wir aber nicht wissen, welches ist die richtige Richtung. Und die Stringtheorie schien so eine wunderschöne, fantastische Theorie zu sein, wo wirklich ganz Tausende von wirklich schlauen Wissenschaftlern daran gearbeitet haben, auch wunderbare mathematische Sätze bewiesen haben und weiterentwickelt haben, die Konzepte. Aber wir bis heute nicht wissen, ob sie irgendetwas mit der Realität zu tun hat. Ja, das deutet darauf hin, dass noch manche Großforschungsprojekte der Physik in der Zukunft offen stehen, um weitere mathematische Gefilde sozusagen als Hilfe zu nutzen, als Geländer, um neue Dinge in diesem Universum zu entdecken, von dem wir ja schon öfter dachten, wir hätten es jetzt verstanden. Aber dann kommen immer noch weitere unverstandene Gebiete. Wie immer, je tiefer man hineinschaut, desto mehr Fragen werden wir finden. Also jede Antwort bringt immer wieder viele neue Fragen mit sich. Auch weil man sich dann traut, neue Fragen zu stellen übrigens auch. Das ist auch wichtig. Also es ist nicht so, dass also eine Antwort mehr Unsicherheit bringt, sondern eine Antwort bringt immer mehr Sicherheit. Sie führt einen weiter, aber sie führt einen auch auf einen neuen Raum, in eine Weite hinein, wo man dann eben nicht traut, neue Fragen zu stellen, weil die neuen Fragen sind dann nicht mehr verrückt. Das eine erlaubt mir, neue Fragen zu stellen. Viele Leute spekulieren über alles Mögliche, aber sind dann schon 3, 4, 5 Schritte weiter vorne. Und dann ist man irgendwo in der Wüste der Fantasie und man weiß nicht, ob die Frage überhaupt Sinn macht. Das wäre im Grunde genommen eine schöne Beschreibung von wissenschaftlicher Forschung. Es hat etwas damit zu tun, in einen unbekannten Raum zu gehen, aber nicht kopflos oder blind, sondern so, dass man immer sozusagen prolongiert und erschließt von dem Bekannten und sich sozusagen dem Unbekannten nähert. Ich beschreibe das immer so wie das Laufen auf einer, vielleicht auf Eisschollen, auf einem Eismeer. Also man tastet sich voran und dann stellt man fest, das Eis trägt an dieser Stelle. Und dann hat man einen Fuß frei, mit dem man so ein bisschen tasten kann, in welche Richtung gehe ich dann. Und das hilft mir auch meine Erfahrung, die sagen kann, okay, das Eis da könnte tragen. Aber am Ende muss ich das Experiment wagen, mich dann draufstellen und gucken, falle ich ins Wasser oder nicht. Und wenn ich direkt schon 3, 5 Schritte weitergesprungen bin, dann lande ich mit Sicherheit in den Tiefen des Ozeans und erkälte mich. Ja, spannend. Ein kleiner Exkurs zur wissenschaftlichen Forschung. Ich würde noch mal gern zurück zu den schwarzen Löchern. Ist es nicht auch so, dass schwarze Löcher deshalb so interessant sind, weil sie eine Ahnung davon geben oder ein Experimentierfeld sind, um zu verstehen, was auch am Beginn des Universums passiert ist? Ja, das ist etwas, was Roger Penrose mal in einem Vortrag sagte, wo ich dabei war. Das war mir noch hängen geblieben, wo er sagte, ist doch erstaunlich, dass das Universum eigentlich so zwischen Singularitäten aufgespannt ist. Wir haben also den Urknall als die Anfangssingularität, den Beginn von Raum und Zeit, wo alles aus einem Punkt sich zu entwickeln scheint. Raum und Zeit entstehen, zumindest unser Raum und unsere Zeit, in der wir heute leben. Und dann haben wir die schwarzen Löcher. Die sind zwar nicht das Ende des Universums, aber sie markieren so ein bisschen auch das Ende von Raum und Zeit. Und wieder kollabiert dann eigentlich Materie zu einem Punkt. Die Zeit scheint stillzustehen am Rand von schwarzen Löchern. Und dazwischen diesen beiden Singularitäten spielt sich eigentlich die gesamte Raumzeitphysik ab, die wir dann berechnen können. Aber
an diesen beiden Punkten hört unsere Berechenbarkeit auf. Wir können sozusagen nicht durchrechnen bis vor den Urknall. Wir können auch nicht durchrechnen bis hinter die schwarzen Löcher, wenn man den Begriff hinter benutzen darf, weil das ein bisschen irreführend ist. Es gibt eigentlich kein Hinter bei schwarzen Löchern. Da könnte man vielleicht ein Bild einführen, das diese Situation ein bisschen schildert. Ist so, wie wenn man ein schwingendes Seil beobachten kann, das die Schwingung des Seils sehr genau berechnen kann, nur die Aufhängung nicht kennt. Also sozusagen dieses Seilende nicht bis zum Ende verfolgen kann, sondern dann kommt irgendetwas, was außerhalb des Greifbaren ist. Das heißt, das Seil ist im Freien. Wobei wir nicht in unserer Alltagserfahrung wissen wir genau, wie das Seil aufgehängt ist. Ja? Also wir kennen Anfang und Ende. Das können wir meistens gut sehen. Aber tatsächlich in der Astrophysik ist es so, dass gerade das, was uns antreibt, das, was die Welt hervorgebracht hat, dieser Anfang und auch eben das, was am Ende steht, dass diese Dinge im Moment und fundamental unmessbar, unvorhersehbar, unbestimmbar sind. Und ja, dadurch hängen wir tatsächlich etwas in der Luft eigentlich. Ja? Also Anfangs- und Endbedingungen dieses Universums sind uns nicht bekannt und sind uns verschlossen unserer Messbarkeit. Das wiederum führt ja auch zu einer größeren Bescheidenheit. Also dass man sagt, Wissenschaft kann sehr viele Zusammenhänge herstellen und mit Theorien Dinge beschreiben, was wir gerade hatten, sogar prognostizieren, dass man irgendwann mal was finden wird und tatsächlich 100 Jahre später findet man es dann auch und kann es nachweisen und ist da sehr präzise, dass das eine und zum anderen ist es aber so, dass es offenkundig Grenzen gibt, jedenfalls bis zum heutigen Stand Grenzen gibt, die erstmal unüberwindlich zu sein scheinen. Ja, und das ist so dieser Zwiespalt, die emotionale Zwiespalt, in der die Wissenschaft eigentlich die sich befindet, dass wir tatsächlich wunderbar Dinge vorhersagen können auf Basis der Messungen und Experimente, die wir haben, der Theorien, die wir haben, aber es eben diese Punkte gibt, wo diese Vorhersehbarkeit aufhört. Und sie hört eben auf am Anfang und sie hört auf am Ende, Anfangs- und Endbedingungen. Und sie hört auch auf langen Zeiträumen. Wir können immer nur einen bestimmten Bereich vorhersagen. Ja, wir können immer nur einen Schritt. Wir können nicht 10 Schritte vorhersagen oft. Wir können das Wetter ein paar Tage vorhersagen, aber wir können es nicht Monate und Jahre vorhersagen. Wir können das Klima vorhersagen über Jahre, aber nicht das Wetter. Und auch da gibt es dann immer wieder große Unsicherheiten. Die Vorhersage ist nie genau und je weiter man in die Zukunft geht, desto ungenauer wird sie. Und das ist nämlich eine der großen Dinge, die wir gelernt haben sollten als Naturwissenschaftler, auf unsere Fehler, im wahrsten Sinne des Wortes, Fehlerrechnung ist das Entscheidende, was jeder Wissenschaftler machen muss, und seine Grenzen zu schauen und die auch zu begreifen und auch ernst zu nehmen, weil sie fundamental sind. Die sind Teil unserer messbaren Wirklichkeit, sind die Unsicherheiten. Das ist nicht nur, weil ich schlecht messen kann, sondern ich kann fundamental bestimmte Dinge nicht vorhersagen. Es fängt in der Quantenphysik an, von der Heisenbergschen Unschärferelation, die sagt, dass ich nicht gleichzeitig den Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens messen kann. Ja? Also wenn ich es genau bestimme, wo es ist, kann es sich unglaublich schnell bewegen. Oder ich weiß genau, wie schnell es sich bewegt, dann kann es überall sein. Und das ist fundamental eingebaut in unsere Natur. Aber es ist auch so, dass ich die Bewegung der Erde um die Sonne nicht exakt vorhersagen kann auf lange Zeiträume. Wo die Erde genau in 20 Millionen Jahren steht, kann ich nicht sagen. Da müsste ich jetzt wissen, wo die Erde jetzt steht, mit einer Genauigkeit von einem Atom oder noch besser. Und das ist auch fundamental unmöglich. Also die Wissenschaft strotzt vor Selbstvertrauen und Erfolg, weil sie viel vorhersagen kann. Aber der beruht eben auch darauf, dass sie begreift, wo die Grenzen der Vorhersehbarkeit sind. Und das sollte zu einer gewissen Demut führen. Das passiert aber nicht immer. Demut und gleichzeitig auch der Reiz, sich diesen Grenzen wieder immer wieder zu nähern. Also ich habe so in Ihrem Buch das Dunkle
Licht im Dunkeln, ja, genau. Indem Sie ja ganz wunderbar dargestellt haben, wie der wissenschaftliche Prozess gelaufen ist, in dem Sie beteiligt waren, in dem Sie auch mit führend beteiligt waren, um eben ein Bild, eine Abbildung des Schwarzen Loches zu finden, haben Sie ja, finde ich, sehr beeindrucksvoll nachgezeichnet, wie viel Energie man hinein investieren muss und welche Hartnäckigkeit man sozusagen aufbringen muss, um an diesem Ziel festzuhalten. Es ist ja nicht so by the way, also auch nebenher noch zu gestalten, sondern es ist auch nicht ein Ein- oder Zwei-Jahres-Projekt, sondern Sie haben ja sehr deutlich gemacht in dem Buch, dass das für Sie auch ein Lebensthema ist, das Sie schon seit Beginn des Physikstudiums begleitet hat. Ja, und das ist, und Wissenschaft braucht viel Hartnäckigkeit und viel Geduld und führt manchmal zu wirklich tollen Erfolgen. Also was wir erlebt haben wissenschaftlich in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, ist unglaublich. Und das ist immer wieder, ist auch wieder beeindruckend. Ich habe vor einigen Tagen noch mit einem Kollegen gesprochen. Dieser Moment, wo man zum ersten Mal was entdeckt, was vorhergesagt war. Und man stellt fest, Physik ist so schön. Es funktioniert einfach. Ja? Es klappt. Da ist irgendwas in dieser Welt, was funktioniert. Und das ist erst unsicher und dann misst man und es kommt so raus. Und das ist so, das kann vielleicht Nicht-Physiker nicht so nachempfinden, aber dieser Heureka-Moment oder dieses, es ist wie das Entdecken eines neuen Kontinentes. Das war gerade mein Beispiel, ja, genau. Ja, das ist so, was ganz Neues zu sehen. Oder man kommt in ein Land, man steigt auf einen Berg und schaut auf einmal in die Weite und sieht eine ganz neue Landschaft zum ersten Mal. Und es war von einem erzählt, man hat es gehört von den Einheimischen und von den Leuten, die da wohnen, die haben gesagt, ja, ist ein wunderschöner Blick, aber wenn man da oben ist und man sieht es selber zum ersten Mal, genießt man davon. Und das zeugt von einer, von etwas Tieferem und Schönerem und Größerem, was da drunter ist. Aber es kann eben einen auch in die Irre führen. Ja? Also jeder Bergsteiger, der könnte ja vielleicht da oben auf dem Berg dann Allmachtsgefühle kriegen, ihr gehört die ganze Welt. Ja? Also fühlt sich der Wissenschaftler dann manchmal auch. Und da kann es dann falsch, in die falsche Richtung laufen. Ja. Also das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen für die Beschreibung oder die Mitteilung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Denn in der Regel bekommt man den Schnappschuss in der Öffentlichkeit geboten vom Berggipfel. Also dann das Ergebnis sozusagen. Der lange, mühselige Aufstieg wird nicht gezeigt. Und es wird auch nicht gezeigt, dass vielleicht es noch andere Wege geben könnte oder noch vielleicht andere Perspektiven möglich wären. Und dann entsteht für die Öffentlichkeit der Eindruck, die Wissenschaft hat bewiesen, dass so ist die Welt. Und nicht die Erkenntnis, ja, unter bestimmten Bedingungen. Und wenn man lange in diese Richtung geht, kommt man zu diesem Ziel. Aber das heißt nicht, dass das Ganze der Wirklichkeit ist, sondern es könnte noch ganz andere Perspektiven geben. Naja, also ich würde schon denken, dass wenn wir bestimmte Dinge gemessen haben und festgestellt haben, dass das schon auch, dass wir dadurch auch die Wirklichkeit in diesem Punkt gut beschrieben haben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Berge in dieser Welt und andere Zugänge tatsächlich zur Wirklichkeit. Ein schwarzes Loch beschreibt nicht mein Gefühlsleben. Ja, also es beeinflusst mein Gefühlsleben tatsächlich, wenn ich es zum ersten Mal sehe, aber es beschreibt es nicht. Also vielleicht manchmal schon, also je nachdem, wie man sich fühlt, kann man sich schon, hat man das Gefühl, man sitzt in einem schwarzen Loch, aber ich hoffe, meistens kommt man da wieder raus. Ja, gut. Also an Depressionen dachte ich jetzt beim schwarzen Loch in der Tat eher nicht. Aber das bringt mich jetzt natürlich dazu, in den zweiten Teil überzugehen unseres Gespräches, dass ich mal auch auf Ihre Existenz als Prediger der evangelischen Kirche im Rheinland, der Gemeinde in Frechen, wo wir jetzt hier ja sind, zu sprechen komme. Das vereinen Sie ja beides. Sie predigen, Sie stehen ein für das Wort Gottes und zum anderen machen Sie die Forschung. Dann gibt es nicht wenige Menschen, die sagen, das geht gar nicht. Also, wenn man ernsthafter und vernünftiger Mensch ist. Das sind nicht die Leute, die es tun, die das sagen. Und es ist ja auch so, dass Jahrhunderte hat das wunderbar funktioniert. Warum soll es jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren? Okay, aber zumindest es gibt sie. Ne? Das wissen Sie ja auch, ist auch unter den Kollegen, die in der Physik tätig sind, gibt es solche. Also Herr Hawking hat sich auch mal derart geäußert. Man bräuchte die Theologie nicht mehr, man braucht die Philosophie nicht mehr, denn man hat ja jetzt die Physik und kann sozusagen die letzten Fragen, die die Menschheit bewegen, mithilfe der Mittel der Physik beantworten. Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist ihm aber nicht gelungen.
Also ich habe zwar auch mit Freude sein Buch über die letzten Fragen zwar nicht ganz gelesen, aber zumindest mal reingelesen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da die großen Fragen des Lebens und der Welt und auch der Herkunft der Welt wirklich abschließend beantwortet wären. Insofern, ja, ist es, denke ich, eine gewisse Hybris der Wissenschaft zu sagen, wir können alles erklären. Das ist eigentlich ein Extrapolieren in etwas hinein, von dem wir nicht wissen, was da ist. Also ich glaube, da laufen wir so einer Illusion hinterher. Aber manchmal sind Illusionen auch sehr stark, dass sie einen sehr stark prägen. Ja, also jemand, der dauernd Erfolg hat, jemand, der viel Geld verdient hat, ja, dem muss ich glauben, dass er jetzt auch wieder den richtigen Anlagetipp hat. Ja, und alle laufen dem hinterher. Oder ein starker Politiker, der immer sagt, wie stark er ist, alle laufen ihm hinterher. Und manchmal ist die Wissenschaft so, ein bisschen populistisch eigentlich. Ja, ich habe alle Fragen beantworten können, ich werde auch in Zukunft, ne, vertraut mir. Und ich denke, da wäre etwas Selbstkritik und Selbsterkenntnis manchmal sinnvoller und hilfreicher und auch ein gewisses Selbstvertrauen der Menschen, die jetzt nicht Wissenschaftler sind, dass sie sagen, ja, das ist total wichtig, was ihr wissen, dass ihr wissenschaftlich macht. Ich will das alles ernst nehmen, aber ich lasse mir meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Liebe nicht nehmen, weil die macht mich auch zu einem Menschen. Die macht mich aus und die leitet mich im Leben. Genauso wie Wissenschaft mich leiten kann. Wissenschaft gibt mir Fakten, aber sie sagt mir nicht immer, wie ich mich entscheiden muss. Das ist oft eine Werteentscheidung. Ich muss abwägen, was ist mehr wert? Und das kann mir die Wissenschaft oft nicht bieten. Was brauche ich als Mensch mehr? Was füllt mich aus? Ja, also man kann, Ludwig Wittgenstein, der Philosoph, hat mal das mal gesagt, man kann sehr viele Fragen wissenschaftlich beantworten und hat, wenn man vielleicht alle Fragen beantwortet hat, noch die Grundfragen des menschlichen Lebens nicht tangiert. Das heißt also die Fragen, was macht mich aus, was ist der Sinn des Lebens und dergleichen mehr. Nichtsdestotrotz gibt es ja, wenn man so will, eine hohe Attraktivität, Sie haben es gerade gesagt, für viele Menschen zu meinen, also die Religionen sind alte, vielleicht ehrwürdige, aber traditionelle und eigentlich schon veraltete Antwortversuche, um diese Fragen zu beantworten. Und wenn wir als moderne Menschen uns diesen Fragen stellen, sollten wir doch mit Mitteln der Wissenschaft sie beantworten. Also ich denke, auf jeden Fall sollten wir uns in der Kirche und in der Gesellschaft, soweit es geht, darum bemühen, die wissenschaftliche Erkenntnis mit einzubeziehen und die moderne Technologie mit einzubeziehen. Und vielleicht haben wir auch ein Problem mit unseren Kirchen, dass wir das in der Vergangenheit nicht getan haben. Dass also die Kirchen zu sehr in ihrem eigenen Saft geschlafen, im wahrsten Sinne des Wortes geschlafen haben und sich eben nicht den Herausforderungen der Welt gestellt haben. Das ist aber eher, finde ich, ein soziologisches Problem als ein fundamentales Problem. Sondern natürlich sind die Kirchen 2000 Jahre alt in ihren Institutionen, haben sie sich weiterentwickelt und es sind riesige Schlachtschiffe geworden, die ja, vielleicht ein bisschen auf Grund gelaufen sind und jetzt Schwierigkeiten haben, wieder flott zu werden. Aber ich sehe auch sehr viele kleine, agile, neue Kanus und Boote, die entstehen, wo neues Glauben, neues Leben, neue Hoffnung wächst von Menschen, die sozusagen ja, in dieser komplexer werdenden Welt Wissenschaft gebrauchen, aber auch ihren Glauben gebrauchen, um neue Hoffnung und auch neue Verbundenheit zu kreieren. Denn das ist das, was Religion ja am Ende tut. Es ist ja nicht nur etwas, was mich angeht, sondern es ist etwas, was wir gemeinsam miteinander feiern und Hoffnung generieren und uns auch mitteilen und mitgeben. Ja. Sie haben in Ihrem Buch eine Metapher angeboten, von der ich den Eindruck habe, dass das für Sie auch so ein kleines Beiboot vielleicht sein kann, um diese Verbindungen herzustellen. Das ist die Metapher des Lichts.
Also, Sie haben ja in dem Forschungsprojekt, wenn man so will, ein Bild in Anführungsstrichen. Wieso Anführungsstriche? Es ist ein Bild. Es ist ein Bild, okay. Es ist ein anderes Frequenzspektrum als das sichtbare Licht, wollte ich sagen. Ja gut, aber ich meine, Licht ist ja nicht nur das, was wir sehen. Wir sehen ja nur einen klitzekleinen Ausschnitt des gesamten Lichtes, was diesen Raum auch füllt. Dieser Raum ist voll mit Radiolicht, das auch ein bisschen ganz wenig Röntgen- und Gamma-Licht. Alles ist Licht. Ja, was wir sehen, das ist nur begrenzt durch das, was unser Auge sehen kann, aber es ist exakt, letztlich exakt dasselbe. Es sind alles elektromagnetische Wellen. Genau. Also dieser Chauvinismus zu sagen, nur etwas, was auf einem chemischen Prozess beruhenden Lichtabbildung eines Fotoapparates, das wäre ein echtes Bild, alles andere wäre falsch, ist also ein menschlicher Chauvinismus. Muss ich als Radioastronom mal sagen, auch Radiobilder sind Bilder. Nicht viele können sie sehen, dazu brauchst du eine gewisse Technik, um sie sehen zu können. Aber klar, nehmen wir das mal auf. Also das Licht ist, das haben Sie ja gerade auch noch mal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, sehr lebhaft zum Ausdruck gebracht. Licht ist für Sie sehr, sehr wichtig, weil das auch im Grunde genommen ja forschungsleitend war. Also zu schauen, wie kann man elektromagnetische Strahlung so auffangen, dass sie tatsächlich das abbildet, was ein schwarzes Loch, den Schatten eines schwarzen Loches, so haben Sie ja auch geschrieben, ausmacht. Licht ist aber auch eine sehr zentrale Metapher der Bibel. Ja, und das ist ganz interessant. Vielleicht ist das ein Beiboot, um beide Seiten zu verbinden. Ja, das ist eine sehr schöne Metapher, um sie zu verbinden, manchmal auch irreführend, weil manchmal wird es dann sehr esoterisch, wenn man über Licht redet. Aber tatsächlich ist Licht gerade in der modernen Physik und sicherlich in der allgemeinen Relativitätstheorie grundlegend, die Eigenschaften von Licht. Licht ist das, was eigentlich alles andere bestimmt. Licht ist die einzige Konstante. Raum und Zeit verändern sich, aber die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Das war die Grundidee von Einstein, dass er festgestellt hat, auch ernst genommen hat, dass Licht sich immer mit derselben Geschwindigkeit bewegt. Licht bewegt sich immer mit derselben Geschwindigkeit. Und wenn man das dann durchrechnet, hat er festgestellt, ja gut, aber wie messe ich überhaupt Raum und Zeit? Wie stelle ich fest, wie groß etwas ist? Wie stelle ich fest, wie lange etwas dauert? Ich muss es immer messen. Und ich messe es im Grunde immer mit Licht. Ja, weil Licht überträgt auch Kräfte, elektromagnetische Kräfte. Wenn ich sie jetzt anfassen würde, was wir ja nicht dürfen in diesen Zeiten, dann würden wir elektromagnetische Kräfte austauschen und das wären virtuelle Lichtteilchen, die sozusagen wir austauschen werden. Also Licht überträgt auch Kraft. Licht kann auch umgesetzt werden in Materie. Materie und kann umgesetzt werden in Licht und umgekehrt. Also Licht ist wirklich sehr grundlegend. Es definiert eben Raum und Zeit. Heute ist der Meter. Wir haben keinen Uhrmeter mehr in Paris, sondern das wird definiert eigentlich über die Eigenschaften des Lichts. Und wir messen die besten Uhren, die wir haben, werden gemessen über Lichtschwingungen. Und zwar extrem präzise. Also Licht definiert Raum und Zeit. Und tatsächlich, und das ist das Schöne und das Geniale eigentlich, also wenn ich jetzt die Genesis geschrieben hätte, heute, und hätte das gedacht und hätte am Anfang Licht geschrieben, hätte ich gedacht, was für eine tolle Idee habe ich da gehabt. Weil das Erste, was sozusagen entsteht, auch in der Genesis, ist das Licht. Und erst daraus entsteht eigentlich ja, der erste Tag. Ja? Also erst nachdem das Licht entstanden ist, ist der erste Tag und der Raum da. Also man könnte sagen, auch in der Bibel entsteht aus dem Licht Raum und Zeit erst. Und ob das so gemeint ist, weiß ich nicht. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber es ist tatsächlich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung der Wirklichkeit, wie wichtig Licht für uns ist, auch in der Physik. Man könnte eigentlich diesen Faden aufgreifen und noch jetzt deutlich vertiefen. Also die Frage, die sich dann stellt, ist, ob wir nicht in einer Kultur leben, die viel zu stark irgendwie einen fixen Raum und eine, wie auch immer, lineare Zeit annimmt, dass das unsere Welt ausmacht. Und dann ist da auch noch, wenn gegebenenfalls die Bedingungen gelten, auch Licht. Yeah. Aber vielleicht ist Licht ja viel fundamentaler. Sozusagen. Und dann ist in der Tat der erste Schöpfungstag. Vielleicht haben ja die Menschen auch schon vor 2.500 Jahren eine Ahnung davon gehabt,
dass vielleicht Licht etwas mehr ist als nur etwas, was den Raum füllt. Ja, eine Grundexistenz. Für mich ist Genesis eigentlich eine wunderschöne Schrift. Ja, also das erste Buch Mose. Das erste Buch Mose, die Schöpfung der Welt, die auch sehr, ja, eigentlich sehr poetisch, auch sehr sachlich eigentlich eine Schöpfung beschreibt. Also man muss ja immer dahinter gucken, warum werden Geschichten erzählt und was wollen sie ausdrücken. Ja, es geht hier nicht darum, dass die Welt in 7 mal 24 Stunden geschaffen wird. Also diese Fixierung auf so einen Tag, das ist so naturwissenschaftlich schrecklich. Das hat sicherlich kein Mensch damals gemeint. Ja, also schon Augustinus hat damals vor ein paar hundert Jahren nach Christus gesagt, also er kann sich gar nicht vorstellen, dass Gott für den ersten Tag 24 Stunden gebraucht hätte. Das hätte sicherlich nur eine Bruchteil einer Sekunde gedauert. Und da hat er völlig recht. Ja, der Urknall am Anfang war ja wirklich Sekunden und Bruchteile von Sekunden tatsächlich. Also darum geht es nicht um die 7 mal 24 Tage, sondern es geht um Grundprinzipien, um eine Grundüberzeugung, um die Grundlagen der Welt, so wie wir die Welt sehen. Und es ist eine geschaffene Welt, es ist eine Welt, die sich entwickelt hat. Da war es Licht. Dann war da Materie, die Wasser, die sich geteilt haben, die Feste, die dann auf einmal aufstiegen. Dann war da die Erde, das Leben war da, die Pflanzen, die Tiere und am Ende erst der Mensch, aber als Spiegelbild Gottes. Das ist eine wunderschöne Erzählung, die auf poetische, prophetische, manchmal auch naturwissenschaftliche Art und Weise sehr sachlich eigentlich eine Entwicklung, Entstehung der Welt beschreibt, in einer Art und Weise, dass man sie vor 2.500 Jahren einem Schäfer erzählen konnte und er konnte sie erzählen und nacherzählen seinen Kindern. Ein Gelehrter damals konnte sie erzählen und wir heute können sie lesen und auch wieder naturwissenschaftliche Bilder drin entdecken, ohne aber zu behaupten, dass das ein naturwissenschaftlicher Text ist. Das ist mir immer sehr wichtig. Aber es ist ein Text, auf den wir wirklich stolz sein können, an dessen Anfang tatsächlich das Licht steht, aber nicht nur das Licht, sondern davor steht noch etwas anderes, nämlich Gottes Wort. Gott sprach, es werde Licht. Und für mich, das sage ich immer wieder, sind eben auch Naturgesetze Gesetze Gottes. Ausdruck eines Schöpfers, Ausdruck dessen, was da am Anfang war. Und bevor aus nichts etwas wird, in dem Fall aus nichts wird Licht, aus dem Urchaos steigt das Licht auf, muss erstmal etwas sein, ein Anstoß, ein Gesetz, eine Regel, eine Ordnung. Und das in der Bibel ist das Wort Gottes, wir nennen es Naturgesetze. Das sind für mich Teile der Wörter, des Wortschatzes Gottes, aber nicht die komplette Sprache Gottes. Natürlich eine interessante Interpretation des Wortes Gottes, sage ich jetzt mal als Theologe, ist mit Naturgesetzen in Beziehung zu setzen, zu sagen, vielleicht sind die Naturgesetze auch so zu verstehen, als wenn man so will, jetzt eine Sprache Gottes, dass sie sozusagen mit ihrem Forschungsprojekt im Grunde genommen der Sprache Gottes gefolgt sind und auch das Zutrauen hatten, am anderen Ende etwas zu finden, was dieser Sprache entspricht. Also wir hatten die Theorien zu Anfang, die mathematische Theorie, die halt eben auch eine Sprache darstellt, mit der man Welt entdecken kann. Und so kann man es auch mit der Sprache Gottes. Ein ganz wichtiger Grundüberzeugung steckt dahinter, hinter Naturwissenschaftlern und hinter den Gläubigen. Und das ist, dass der Welt zugrunde liegende Ordnung, dass die verlässlich ist. Da kann ich mich drauf verlassen. Das tut Naturwissenschaftler immer wieder und es ist so ein schönes Gefühl zu sehen, ja, ich habe jetzt diesen Mathematik, ich habe diesen Naturgesetzen vertraut und es klappt, tatsächlich kommt das da raus. Jeder erlebt das, der mit einem Flugzeug mal gestiegen ist und das Ding fliegt tatsächlich hoch, ja, das klappt, fast immer klappt es. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl, auch wenn man wieder landet. Und die zugrunde liegende Überzeugung des Christen ist, hinter dieser Welt steht ein allmächtiger, liebender Schöpfer, dem ich vertrauen kann, der nicht heute so sagt und morgen so. Also das zugrunde liegende Prinzip ist verlässlich. Aber das, was daraus wird, dass die alltägliche Lebenserfahrung, und das wissen wir alle, die kann ziemlich chaotisch sein. Auch alle Naturwissenschaft erlaubt es uns nicht, alles vorherzusagen. Wie gesagt, beim Wetter ist das eine Beispiel. Und auch als Christen, als Glaubende werden wir feststellen, dass
unser Leben kein Zuckerschlecken ist. Es ist nicht so, dass wir immer in Gottes Hand sitzen, sondern wir werden auch ganz schwere Momente erleben. Wir werden auch Dinge erleben, die wir nicht verstehen, wo wir schreien. Also wir leben in einer, und trotzdem sagen wir, da das zugrunde liegende Prinzip ist verlässlich. Und das ist das, was am Ende durchträgt durch das Leben, durch das Chaos des Lebens. Könnten Sie sich auch darauf einlassen zu sagen, dass vielleicht etwas, was Wissenschaft und Religion eint, also auch so etwas ist wie Neugier, die Neugier auf die Wirklichkeit, die da sich verlässlich zeigt, dass man, wenn man Wissenschaft betreibt, eben auch fragt, was ist das eigentlich, was diese Welt zusammenhält? Und wenn man religiös ist, tut man das gar nicht viel anders. Dann fragt man auch, was ist verlässlich und dankt zum Beispiel oder bittet um Verlässlichkeit. Also für mich gilt das auf jeden Fall. Es war meine Neugier, die mich vorangetrieben hat als Naturwissenschaftler, weil ich immer wieder auch Fragen gestellt habe und auch das mich getrieben hat, Bibel zu lesen und Glauben zu erforschen eigentlich, zu entdecken. Das nicht nur so anzunehmen von dem, was meine Großeltern und meine Eltern und die Kirchenleute hier gesagt haben, im Kindergottesdienst oder sonst wo, sondern es wirklich selber zu erfahren und zu durchdenken und auch zu erleben. Das war Neugier und auch eine gewisse Risikobereitschaft natürlich, die dazu gehört. Das hat vielleicht nicht jeder. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube in der Tat, dass das nochmal auch viele Menschen neu darauf aufmerken lassen könnte, worum es geht, wenn von biblischen Texten die Rede ist. Also nicht um die Tradierung eines alten Bestandes, um der Autorität willen, die früher mal gegolten hat, sondern vielleicht auch ein bisschen als Geländer, so wie Sie die Mathematik gerade eingeführt haben, die Mathematik, die man nutzt, um dann vielleicht das schwarze Loch, das man mathematisch beschreiben konnte, dann auch empirisch nachweisen kann. So nutzt man die biblischen Texte als Geländer, um sozusagen die Wirklichkeit sich immer wieder neu zu erschließen. Ja. In dem Vertrauen darauf, dass das Geländer einen in ein gutes Leben führt. Hätte ich nicht besser sagen können, so ist es eigentlich immer wieder auch in meiner Erfahrung gewesen, dass man biblische Texte gelesen hat. Und dann liest man erst vielleicht die Wundergeschichten und die sind natürlich auch beeindruckend, so als Kind und so. Und dann guckt man ein bisschen dahinter und entdeckt dann, dass da auch oft tiefere Prinzipien dahinter sind. Warum hat er mir das überhaupt erzählt? Da geht es oft nicht nur darum, dass ein Jesus über das Wasser läuft oder sowas, um mich jetzt mal hier, um mal so eine große Show abzuziehen, ja? Sondern da geht es wirklich um eine Grunderzählung, wie ich mit auch Problemen, mich mit Risiko, auch Vertrauen im Leben umgehen muss. Und mich einfach auch mal darauf einzulassen, aus meinem Boot herauszusteigen und angesichts der Wellen mal das Unmögliche zu versuchen. Ja, das sind so tiefe Wahrheiten, die da drin stehen und die man dann im Leben immer wieder auch mal austesten muss, wo man dann feststellt, wo man erst sagt, so ein Quatsch, das verstehe ich überhaupt nicht, was Jesus jetzt hier sagt. Ja, also das ist mir so oft gegangen, gerade beim Anfang des Bibellesens, wo ich gesagt habe, so ein Quatsch. Ja, oder was soll das hier? Und man diskutiert das dann. Und das ist ja auch völlig hart, also was der hier sagt. Also völlig radikal, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Und man redet drüber und man stellt fest, interessant. Und manchmal dauert es tatsächlich auch fast Jahre, bis man feststellt, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Oder auch diesen Aspekt, oder ich entdecke diesen Aspekt auch wieder neu. Also Geschichten sind ja wie Modelle und Theorien in der Physik etwas, das einem immer wieder in eine neue Richtung leitet und einem auch Möglichkeiten gibt, das Leben zu erklären und es gibt einem auch eine Sprache. Ja, also mit der Mathematik können zwei Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse miteinander vergleichen, indem sie Modelle anpassen und ja, die Parameter austauschen. Also ich habe hier ein Modell und dann kann ich das da überprüfen mit dem Experiment und da mit dem Experiment überprüfen und es kommt dasselbe raus. Auch wenn andere Bedingungen herrschen, dann haben wir andere Parameter, andere Randbedingungen, aber man kann sozusagen sich auf dieselbe Sprache verständigen und kann dann vergleichen, genau. Was war das eine Ergebnis, was ist das andere Ergebnis. Und insofern ist Mathematik universell. Oder ein Kollege von mir, der hat einen Chemie-Nobelpreis bekommen, der sagt immer, wenn ich jetzt in China dieses Molekül zeige, dieses Symbol dieses Moleküls zeige oder hier in Holland, wenn ich
das verstehen die Studenten, auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen. Dieses Molekül verstehen sie. Und so geht es mir, wenn ich Christen aus aller Welt treffe. Auch sprechen wir manchmal unterschiedliche Sprachen, aber bestimmte geistliche Wahrheiten können wir miteinander teilen. Teilweise über die Geschichten, über die Erfahrungen, über das Gebet, und stellen fest, wir sprechen da eine gemeinsame geistliche Sprache. Und das ist auch ein ganz tolles Erlebnis. Also wer das mal schafft, wirklich mit Christen aus anderen Ländern, aus ganz anderen Zusammenhängen zusammenzusitzen und die Erfahrungen zu teilen, das ist so ein wunderbares Erlebnis, wo man feststellt, dass so diese Unterschiedlichkeit völlig verschwindet in einem gemeinschaftlichen Erleben und auch eine Erweiterung eigentlich ist seines eigenen Erfahrungshorizontes. Das ist ein bisschen auch, denke ich mal, so etwas wie Kirchentagsfeeling. Also das heißt, dass man auf dem Kirchentag mit fremden Menschen zusammentrifft, die vielleicht von der gleichen Grundhaltung oder von der gleichen Kraft bewegt sind, aber die versuchen, sich zu verständigen, aufeinander einzulassen und dadurch halt eben auch Gemeinsamkeiten entdecken und eine gemeinsame Sprache sprechen. Also mir geht das, manchmal hier stehen wir dann zum Abendmahl, also nicht außerhalb von Corona-Zeiten stehen wir hier im Kreis und man guckt dann in den Kreis und man sieht, was für unterschiedliche Menschen hier stehen. Das sind ganz junge Kinder. Das sind sehr alte Menschen, Menschen aus auch anderen Ländern mit ganz anderen Hintergründen. Das ist vielleicht ein Russlanddeutscher, da ist jemand, der einen akademischen Job hat, da ist ein Handwerker, da ist jemand, der vielleicht auch ein ganz einfacher Mensch war in seinem Denken. Und wir alle stehen hier gemeinsam und teilen das Brot und den Wein miteinander. Das ist so ein starkes Gefühl. Manchmal, wo man feststellt, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Ja, das heißt, um vielleicht zu einem Schluss zu kommen, wir haben jetzt einen Weg beschritten, dass wir zunächst mal der Wissenschaft gefolgt sind und der Wissenschaftssprache, die ja in der Regel mathematisch ist. Wir haben ein klein wenig Ausblicke gegeben darauf, was Sie erforscht haben, nämlich schwarze Löcher. Was ist eigentlich die Attraktivität von schwarzen Löchern und was ist die große Errungenschaft, dass man heute empirisch etwas beschreiben kann und nachweisen kann, was man 100 Jahre vorher Schwarzschild mathematisch berechnet hat. Und wir haben zum Schluss jetzt, finde ich nochmal in einer sehr interessanten Weise, eine Parallelität hergestellt zu biblischen Texten, zu einer religiösen Sprache, dass auch sie Gemeinsamkeiten erzeugen kann, gemeinsame Erfahrungshorizonte aufbauen kann und Menschen Entdeckungen machen können, aber eben gemeinsam, indem sie sich auch auf eine gemeinsame Sprache beziehen. Wenn man diesen Entdeckergeist hat, sage ich mal, wirklich auch Neues entdecken kann und sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Religion. Absolut. Bleibt neugierig. Das ist einer der wichtigen Sprüche, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Kirche. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Falke, für das Gespräch. Gern geschehen.